Das wird also für uns heute Abend die Kirsche auf der Sahnetorte. Und ihre Teamkollegin Nathalie Held will es ihr gleich tun und schon mal mit einem Sieg vorlegen. Ah, gleich temporeich, wie wir es gesagt haben. Ja. Knie geht zum Körper. Ja. Nathalie versucht mit dem Kick zum Kopf. Beide lassen die ganze Zeit die Fäuste sprechen und kommen immer mal wieder mit schöner Treffer durch. Ja. Gut gemacht von Sophia. Haben sie einmal mit einem starken Treffer durch. Aber Lichthardt lässt sich davon nicht beeindrucken, bleibt trotzdem konsequent und geht wieder nach vorne. Jetzt bleibt immer schön stabil. Sie arbeitet viel mit Kicks zum Körper. Oh, guter Jab, der hier durchgekommen ist von Nathalie. Oh, schöner Körpertreffer. Es sind immer wieder die Körperkicks von Sophia Lichthardt, die hier durchkommen. Und die erste Runde geht auch schon ziemlich ab, ja. Ja, Sophias Gesicht sieht schon gut gerötet aus. Es gab einige Treffer, insbesondere Fausttreffer, die sie hier einstecken musste. Beide arbeiten viel zum Körper mit Kicks, aber auch mit Händen. Schenken sich wirklich gar nichts. Ja, so eine Abtastphase gibt es hier einfach nicht. Nein. Das ist schön zu sehen, wenn sie die Zeit nutzen, um hier direkt von Anfang an mit hohem Tempo loszulegen. Und auffällig ist, dass beide Kämpferinnen, sowohl eben Lichthardt wie auch Held, die ganze Zeit versuchen, zur Leber zu kicken. Lichthardt lässt die Deckung ganz schön offen, beziehungsweise auch fallen. Schöner Treffer, schöne Führhand von Held. Wieder getroffen. Nathalie kommt wieder mit dem Headkick und sie lässt ihre Führhand relativ lange vorne. Das ist auffällig. Ja, wenn sie da nicht mal ermahnt wird. Ja, ermahnt wird sie vermutlich nicht, aber es kann natürlich auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr fix mal ausgekontert werden. Wenn ihre Gegnerin aus München das mal gelesen und verstanden hat, gibt es interessante Kontermöglichkeiten. Auf jeden Fall eine starke Runde, ja. Hier sehen wir es nochmal. Die Highlights der ersten Runde im Schnelldurchgang. Aber wie gesagt, da sieht man kein Abtasten. Beide wollen es auf jeden Fall wissen und gehen stets nach vorne. Ja, da wird für die Zuschauer, die noch nicht so kampfsportaffin sind, nochmal Vaseline auf den Orbitalknochen und auf die Augenbrauen nachgeschmiert, damit eben keine Cut-Verletzungen entstehen. Denn ansonsten, wenn man mal Faustschläge, geschweige denn einen Kick oder ein Knie ins Gesicht bekommt, gibt es eben schnell ziemlich fiese Platzwunden. Und das möchten wir natürlich vermeiden mit allem, was das Regelwerk hergibt. Ja, die Nackenpartie wird dann auch immer gekühlt, das ist ganz gut. Wenn du natürlich dann Schläge gegen den Kopf bekommst, dann breit der Kopf meistens immer Stück für Stück nach hinten. Merkst du dann erst nach dem Kampf. Und es ist ja ohnehin so, dass fast jeden Treffer, den man kassiert hat, egal ob es ein Lowkick oder ein Faustschlag ist, das wummert dann erst, wenn die Ringglocke und die Lichter schon aus sind. Und der Körper runterfährt. Wir gehen in die zweite Runde. Und Lichthardt ist hier aber auch die Erfahrene mit 3 Kämpfen auf der Agenda. Ja, Nathalie Held hat bislang nur einen Kampf gemacht, hat ihn verloren. Sie will also jetzt heute ihren ersten Sieg im Profisegment einfahren. Abliefern hier zu Hause im Wohnzimmer. Ja, was gibt es für eine geilere Gelegenheit bitte, um seinen ersten Profisieg einzufahren als vor heimischer Bühne bei so einer klasse Veranstaltung. Ja, ganz genau. Wie gesagt, Tempo ist immer noch da. Schöne Treffer jetzt von Held und das abschließende Knie. Schön. Sie lässt ihre Führhand immer stehen, ja? Stark. Ja, schöne jetzt Führhand. Kommt sie zunehmend mehr mit der Führhand durch und kann dann eben, dadurch, dass sie lange vorne stehen lässt, auch direkt mit der Schlaghand nachsetzen. Vielleicht ist das ihre Intention damit. Aber Sophia Lichthardt hält noch sehr, sehr gut dagegen, auch wenn sie jetzt zunehmend mehr auf dem Hinterfuß ist. Ja, und haut immer schöne Kombinationen. Oben rum, dann kommt immer ein Knie, High Kick, Low Kick. Ja, sie ist, gefährlich auf, gefährlich auf allen Ebenen. Ja, geht immer schön zum Körper mit dem Frontkick. Versucht natürlich der Gegnerin Lichthardt die
Kondition damit zu nehmen. Beide versuchen die Ringmitte zu bestimmen, sieht man ganz gut. Oh, schöne Aufwärtshaken von Nathalie Held. Der hat wirklich geklingelt. Also das würde ich sehr, sehr gerne gleich nochmal im Replay sehen. Ganz, ganz starker Treffer. Starke Runde. Sehr, sehr stark und gute Akzente jetzt hier für die junge Dame aus der Kampfsportakademie Esslingen. Wenn sie so weitermacht, hat sie gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Hier sehen wir nochmal die besten Szenen aus der Runde. Ah, stark. Da hast du zwei Hände wieder zum Kopf durchgekommen. Hier die Führhand wieder und dann Cross rüber, ja, über die linke. Schöne Kombination. Sie lässt eben die Führhand vorne stehen und kommt dann immer mal wieder mit dem Aufwärtshaken, mit dem Seitwärtshaken. Mittlerweile fast schon nach Belieben durch. Ja, lächelt sie. Ah, sie weiß, sie macht ihre Arbeit gut. Sie kriegt Lob sicherlich aus der Ecke von ihrem Coach. Du hast natürlich auch mit Charlie Glaser nochmal eine super Referenz in der Ecke. Ja, ja, also richtig. Das ist ja Motivation pur. Immer gut für einen Kämpfer oder für eine Kämpferin. Und wir gehen ab in die letzte Runde. Schöne Kombination von Held. Und jetzt kommt sie auch zunehmend mehr mit den Kniestößen rein. Jetzt kombiniert sie ihr Game eben einfach mehr. Sie lässt jetzt nicht mehr einfach nur die Fäuste sprechen, sondern die Art und Weise, wie sie Hände und Kicks kombiniert, wird jetzt zunehmend besser. Also spricht sehr für den Fight IQ der Esslingerin. Ja, und sie hat natürlich auch schöne lange Arme. Ja, springt jetzt mal rein mit dem Knie. Kam leider nicht zum Erfolg, aber unerbittlich immer nach vorne. Schöne Kombination. Links, rechts, Körper, Kopf. Aufwärtshaken, schön reingetroffen. Und wieder das Knie. Ja, Sophia versucht hier immer mal wieder mit den Low-Kicks und Knien zu arbeiten, wird aber währenddessen schon von Nathalie abgefangen, die dann ihre Box-Kombos auspacken kann. Oh, und da nochmal schön zwei Treffer. Da ist nochmal der Aufwärtshaken durchgegangen von der Held. Eine Minute noch auf der Uhr in der letzten Runde. Jetzt momentan sieht es gut aus für Nathalie Held. Sie hat die letzten Kombos sehr, sehr gut getroffen. Und jetzt drückt sie natürlich weiter. Und die Ecke von Sophia Lichthardt wird jetzt gerade schon mal richtig, richtig laut, weil die natürlich noch mal alles aus ihrer Kämpferin rausholen wollen. Die Lebensgeister noch mal zum Ende der dritten Runde aufleben lassen möchten, aber Nathalie Held ist weiterhin mit dem Zepter in der Hand. High Kick hier, gerade noch auf die Deckung gegangen. Und wieder mit einem Frontkick reingegangen. Lichthardt stürmt nach vorne und wird direkt gestoppt. Oh, schöner Treffer von Lichthardt. Ja, fallen beide einmal nochmal. Ich glaube, da wurde das Bein gefangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, aber hatte schön rechts getroffen. Oh, sehr, starke sehr stark. Runde. Ja, sie hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber Nathalie Held hat mir in dem Kampf wirklich gut gefallen. Ja. Je länger der Kampf dauerte, desto mehr ist sie aufgetaut. Hier sehen wir es auch nochmal. Da, aufwärts, aufwärts. Ja, vor allen Dingen mit den Fäusten war sie dann doch wesentlich stärker und sie hat ihre Angriffe eben einfach auch gut getimt. Sie hat Sophia Lichthardt eben dann, ja. Da war der Treffer, den ich gerade meinte und hat natürlich das Knie festgehalten, ja. Runtergezogen beide. Dann kommen beide Kämpferinnen mal kurz zu Fall, aber keine große Sache und wir erwarten das erste Punktrichterurteil des heutigen Abends. Ladies and Gentlemen, nach drei schönen Runden die Entscheidung durch die Punktrichterstimme. Stimmt. Eure einstimmige Siegerin mit 3:0 Punktrichterstimme kommt aus der roten Ecke. Nathalie Held! So ein Start wünscht man sich natürlich als Veranstalter